Ich habe nämlich was für Mac-Entwickler. Ich weiß nicht, wer es nicht kennt. CodeKit ist so ein nettes Tool, da schmeißt man zum Beispiel seinen Template-Ordner rein und kann dann dort vorhandene JavaScript-Dateien, CoffeeScript-Dateien, LESS-Dateien, SAS-Dateien, HAML-Dateien, was weiß ich alles, was da der bunte Urwald der Formate hergibt, kompilieren, verbessern, modifizieren, was auch immer lassen. Passiert alles automatisch, ist gerade jetzt mit diesem ganzen Bootstrap-Kram nicht unspannend. Da gibt es ein schönes Browser-Plugin für, was dann direkt die Seite refresht. Tolles Helferlein, ich will nicht mehr ohne. Der nächste bitte. Traut euch. Ein Template-Framework, von dem ich immer wieder begeistert bin und mit dem ich fast alle meine, also das für mich fast untrennbar mit Joomla verbunden ist, das ist JYAML. Das ist eines von mehreren, ist mir bekannt. Was? Quatsch, Entschuldigung. Wie geht das denn hier? JYAML.de und yet another multi-column layout. Flexible Templates auch mit responsive eingebaut und so weiter. Und für mich, wo ich Designs mache, ist es einfach super praktisch, weil ich die Technik da also ein ganz wunderbares Fundament mit habe. Ganz kurz. Entschuldigung. Ganz kurz. Weiß gar nicht, habe ich jetzt nicht mitbekommen, du das gesagt hast. Besonders interessante Sachen, die euch jetzt hier toll und gut gefallen, könnt ihr euch merken. Wir haben danach einen Raum, bei dem wir die Möglichkeit haben, uns hinzusetzen und uns die Sachen am Computer ein bisschen genauer anzugucken. Merkt euch einfach, was euch besonders interessiert. Ich kann sonst noch anbieten, was mir gestern angetragen wurde, noch ein bisschen mit PHP Storm und Git und was weiß ich was da was zu machen. Ansonsten merkt euch einfach, was euch besonders gut gefällt und dann gucken wir, dass wir danach noch was hinkriegen. Für alle, die Mockups bauen und irgendwie daran scheitern, an Bilder zu kommen, hier ein ganz nettes Tool, Placehold IT. Ihr könnt einfach über einen einfachen Link Bilder einbinden, das werden dann so eine Platzhalterbilder. Ihr könnt in der Linkadresse dann die Pixelgröße erweitern und habt dann einen entsprechenden Platzhalter. Und wem das noch nicht langt, da gibt es noch ein kleines Tool. Eben die Platzhalter waren ja eher grau. Wenn man dann tatsächlich schon mal ein schöneres Mockup für eine kleine Präsentation braucht, dann kann man hier bei Lorem Pixum auch erstmal auch aus bestimmten Kategorien, zum Beispiel Bilder einbinden, ganz schnell Mockups bauen, Bilder einfügen, fertig. Ganz, ganz kurz. Ich habe es gestern schon mal ganz kurz erwähnt. Ich entwickle gerade einen Malware-Scanner für Joomla. Also wenn die Sachen infiziert sind, um die infizierten Dateien zu finden. Und ich brauche dafür noch jede Menge Schadcode, der in irgendwelchen Dateien gefunden wird, um halt das Scanning zu optimieren. Also wer da helfen möchte, ganz kurz auf diese Seite gehen und mir eine Mail schicken oder das bei Pastebin reinhauen oder sonst irgendwo, damit ich den Code immer weiter optimieren kann. Danke. Hallo. Ich muss jetzt Google bemühen. Wo ist hier Google? Kann ich mal Google googeln? Wir haben gestern einen Haufen immer diskutiert über jQuery-Konflikte in Joomla und da gibt es ein... Hä? Das ist nicht Google. Ja.
Das ist Google, danke. Und da gibt es für Joomla ein Plugin, da muss man sich leider kurz registrieren, ist aber kostenlos zu bekommen. Heißt jQuery Easy, heißt dieses Ding. Ihr seht es hier in der Extensions Directory von Joomla drinnen. Und das Teil ist total cool, weil es drippt wirklich alle jQuery-Libs raus, ersetzt die durch die euch gewählte Version und damit habe ich schon viele, viele, viele Konflikte bereinigt. Nach all diesen schönen Websites habe ich jetzt einen Absturz, 10 Jahre alt mindestens. Aber ich bin ja auch Coder und kein Designer. Das ist nicht meine persönliche Seite, deswegen dürft ihr. Ja. Ich benutze dieses geniale Tool ppwizard. Command Line Interface ist ein RexX-Programm und man kann es benutzen, um Textdateien zu manipulieren, zu erzeugen, zu generieren und damit bastle ich meine PHP-Skripts. Es hat einige geniale Möglichkeiten, die mir viel Arbeit abnehmen und Zeit sparen. Ja, wenn ihr das Bedürfnis habt, Push-Notifications auf euer Handy zu bekommen, dann gibt es da ein sehr schönes Tool. Ich hoffe, ich habe mich nicht vertippt. Wie gesagt, es gibt die Apps für Android und für Apple. Die kosten Geld, aber das sind für Android, glaube ich, 3,70 € einmalig. Und ihr habt die Möglichkeit dann in diverse Sprachen Anker einzubauen, die euch eine Push-Notification schicken, wenn ein Fehler auftritt oder wenn irgendwelche anderen besonderen Dinge erfolgen im Code. Es gibt auch ein API, da sind einige Plugins schon vorgefertigt, also Ift oder hier unten gibt es WordPress, es gibt noch kein Joomla. Ich hoffe, ich habe Thomas schon angesprochen, also demnächst wird es, nick mal, demnächst gibt es also vielleicht auch ein Joomla-Plugin. Ich benutze das mittlerweile sehr viel, weil ich einfach mir die Sachen natürlich auch per Mail schicken könnte, aber Mail ist blöd. Wie responsive Webdesigns dem Kunden zeigen, finde ich eine sehr schöne Lösung hier. Wer es noch nicht kennt, habe ich was vergessen? Ach ja, vor Publikum tippen. Da hat doch jemand Malware gesucht eben. Hier die Lösung. Responsinator.com. Das ist sehr schön, weil es eine sehr schön grafische Lösung ist. Man kann hier einfach eine URL eingeben. Nehmen wir doch mal joomla.org. Und dann kann man... Bin ich schon durch? Dann kann man hier eben entsprechend... Wie scrollt man denn bei so einem Gerät nach unten? Ah. Sehr schön. Dann könnt ihr eben das Layout in ganz vielen verschiedenen Endgeräten simulieren. Und das Tolle ist, ihr könnt diese URL auch direkt per E-Mail an den Kunden schicken, mit dem Entwicklungsspace, den ihr gerade habt. Und er kann sich das dann angucken, seine responsive Site. Also der Name nochmal ist Responsinator. Erkennen Sie aber gleich wieder vergessen, ich habe noch was Besseres. Entschuldigung. Nee, aber das war jetzt nicht ausgemacht, aber ich habe tatsächlich noch was anderes. Also diese Responsive Tools für die Ansichten gibt es tatsächlich, ich will nicht sagen wie Sand am Meer, aber es gibt doch einige, deswegen sage ich, also es ist eine Alternative dazu. Und zwar von Quirk Tools, jetzt muss ich mal spicken. Und zwar nennt sich das einfach Screenfly. Und das Coole an der Sache ist, man muss ja nicht scrollen,
sondern kann das Ganze relativ simpel bedienen, indem man einfach oben in der Leiste schaut, aha, was will ich denn machen, welches Tablet und so weiter und so fort. Gut, das war's. Also da, wenn er mal da steht, hätte er noch ein zweites. Also da hätte ich noch was für CSS3 erzeugen, CSS3-Code erzeugen, geht auch ganz schnell. Das nehme ich ganz gerne, weil dieses Tool ziemlich Browser- oder Cross-Browser-kompatibel ist. Also heißt, es unterstützt alle möglichen Browser. Auch da gibt es derer viele. Das ist das, was mir persönlich am besten gefällt. Nennt sich CSS-Matic oder CSS-Matic, wie auch immer das korrekt gesprochen wird. Und ich habe hier verschiedene Tools, einmal um Verläufe zu erzeugen, um diese berühmten runden Ecken zu erzeugen, um Texturen zu erzeugen und um Schatten zu erzeugen. Ein einfaches Beispiel, also dieser Gradient-Generator, das wird mir jetzt nicht abgezogen, das ist jetzt die Ladezeit, die ich jetzt brauche. Also ich kann hier einfach relativ simpel mit Schieberegeln das Ganze einstellen, kann hier meine Farbe einstellen, kann zum Beispiel den Hexcode einstellen, ich kann hier die anderen Farben verschieben, bei wie viel Prozent die also sind. Ich kann eine ganze Menge tun, den Rest müsst ihr euch selber anschauen. Also das ist ein Tool, was ich gerne benutze. Das ist ein Content Uploader. Man kann viele Webseiteninhalte per Excel direkt in Joomla einspielen. Und der Vorteil ist auch, dass es zum Beispiel Mehrsprachigkeit unterstützt. Und so kann man die Excel-Datei an beliebigen Übersetzer geben. Er pflegt es in die Excel-Datei ein und dann kann man es in die Seite hochladen und hat keine Arbeit damit. Echt praktisch. Das ist Screaming Frog, das ist ein Tool, das kann man sich downloaden. Damit kann man seine eigene Seite einmal durchscrollen und kann zum Beispiel 404 Fehler finden oder 500er Fehler oder fehlende Metadaten auffinden und also Sachen. Ist sehr nützlich, um seine Seite On-Page zu optimieren für SEO, On-Page SEO. Soll ich lieber nochmal laufen? Ja. Aber jetzt. Mit dem Replication Manager könnt ihr eine Entwicklungsumgebung quasi erstellen und eine Live-Umgebung und der kopiert die kompletten Daten, also den Content und auch alle Module, die ihr installiert habt, quasi in die Live-Umgebung und ihr müsst gar nichts mehr machen. Das Ganze funktioniert mit Async und ist relativ einfach zu bedienen. Man muss quasi nur noch die Benutzerdaten eingeben für die Datenbank und das war's.
Ich muss nochmal, keine Webseite ohne Mindmapping vorher. Und es gibt ein Tool, das es kennen wahrscheinlich schon die meisten, aber es läuft auf allen Plattformen, weil auf Java, und ist nicht das Schönste, aber dafür das Effizienteste, wie ich finde, FreeMind auf sourceforge.net. Und da sieht man jetzt auch nicht viel. Da gibt es immer zwei Versionen. Eine ist stable und die ist schon uralt. Aha, Source, wer schenkt mir ein E? Und da kann man ruhig die neueste Beta-Version immer, ja, sag doch mal. Also mit einer Hand kann ich einfach nicht tippen. So, Source, wie die Quelle. Ne? So, also die 30 Sekunden sind auch schon längst vorbei und viel sehen tut man hier auch nicht, aber mal runterladen, wer also nicht weiß, Inhalte zu strukturieren, zu sammeln, Texte zu sammeln, um hinterher daraus eine Navigationsstruktur zu bilden. Also einfach mal runterladen, hier den Release Candidate, kann man das jetzt fast die Version 1.0 und kann ich einfach nur empfehlen. Dass ich habe auch noch was, wenn ich nicht weiter weiß mit meinen Farben für die Website. Vielleicht kennen das schon viele von euch, für mich war es neu. Der Color Shame Designer. Bunt ist was für primitive Geister. .com. Da könnt ihr euch hier bestimmte Farben raussuchen, dann auch hier Komplementärfarben dazu suchen, verschiedene dazu nehmen. Das Tolle ist, wenn ihr dann was gefunden habt, was euch gefällt, lässt sich das auch runterladen und auch wieder hochladen, dass ihr später mal wieder weiter dran arbeiten könnt. Ich mache da noch mal eins. David hatte ja gesagt, dass es ein bisschen Bedarf gab nach Git, GitHub. Ups. Das ist natürlich nicht in 30 Sekunden zu schaffen. Für alle die, die es ein bisschen lernen wollen, ausprobieren wollen, gibt es eine ganz coole Seite. Hier könnt ihr ein kleines Tutorial durchwandern. Geht wirklich ganz langsam los, Schritt für Schritt. Man gibt hier in der Konsole die vorgeschlagenen Befehle ein und sieht unten auch gleich das Ergebnis und wird einem dann auch, kann ich hier scrollen, ja. Hier wird einem dann auch gleich das Directory des Repositories angezeigt und man kann das alles, wie gesagt, ganz einfach, Schritt für Schritt kann man sich Git erarbeiten. Mittlerweile gibt es Zehntausende von Schriften im Internet. Und für alle, die genau wie ich immer zu doof sind, sich die Schriftennamen zu merken, gibt es eine ganz coole App, die heißt WhatsApp-Font. Oh. Für alle, die so dumm sind wie ich, sich die Schriftarten zu merken und die Schriftnamen zu merken, gibt es eine ganz coole App, heißt WhatsApp-Font.com. Da macht ihr einfach ein Foto von der Schrift, ladet es hoch und der sucht euch aus allen Schriften den richtigen Schrifttyp raus und macht euch Vorschläge. Gibt es auch als App fürs iPhone. Es klappt sogar meistens. Ja. Ich habe noch 18 Sekunden. Da, la, la. Puh. Ja, noch jemand? Jetzt aufstehen oder für immer schweigen? Ja, sonst mache ich noch einen, den ich immer mache. Ich krieg da kein Geld für und aber das ist meine favorisierte Entwicklungsumgebung, IntelliJ oder im PHP Storm für uns als PHP-Programmierer. Hilft einem sehr bei so komplexeren Frameworks wie Joomla Framework und komplexeren Projekten den Überblick zu behalten, hat unendlich viele Hilfsmittel, unendlich viele Tools, unendlich viele kleine Dinge, die helfen, den Code zu verbessern und die Produktivität zu verbessern
Und ja, es gibt immer mehr, die damit arbeiten, und ich habe eigentlich aufgehört, seit ich das benutze, aufgehört, mir andere Produkte anzugucken, weil ich das eigentlich wirklich die eierlegende Wollmilchsau aber im positiven Sinne finde. Ja, ja. Dazu ergänzend ist zu sagen, dass JetBrains vor mittlerweile 2 Jahren der Joomla-Community eine Lizenz zur Verfügung gestellt hat. Sie hat es auch dieses Jahr wieder erneuert. Das heißt, wir haben noch eine Lizenz für die, die am Core arbeiten, also die für Joomla beitragen. Dafür ist das gedacht. Die Lizenz, den Schlüssel könnt ihr über mich bekommen. Ja, könnt ihr als nbracek@bsds.de könnt ihr einfach anfragen, und dann schicke ich euch den Lizenzschlüssel zu. Dazu ist aber auch zu sagen, dass PHP Storm relativ günstig ist für so eine Entwicklungsumgebung. Also es sind keine Visual Studio Kosten. Also man muss wirklich sagen, das ja, spielt eigentlich, wenn man damit sein Geld verdient, nicht so die große Rolle. Und es ist nicht Open Source wie NetBeans oder Eclipse, aber die Kosten halten sich tatsächlich in Grenzen, wenn man jetzt nicht berechtigt ist, eine dieser Lizenzen zu haben. Ja, wenn jetzt in der Runde die ein oder andere Applikation oder das ein oder andere Tool auf besonders viel Interesse gestoßen ist, habt ihr euch hoffentlich das Gesicht gemerkt, wer das vorgestellt hat oder gezeigt hat. Und dann können wir vielleicht den oder diejenigen animieren, mit in den Raum zu kommen, um das genauer darzustellen. Ich denke, wir sind in Raum 2, wenn ich mich nicht irre. 3? 3 ist da, ja. Gut. Was war das? Okay. Was? Die nächste Session geht bis 6. Genau. Genau. Also, falls es nicht alle gehört haben, jetzt die nächste Session geht bis 6. Danach um 6:45 ist hier nochmal eine Verabschiedungsrunde, und es wäre ganz schön, wenn tatsächlich alle kommen und nicht irgendwie sagen, irgendwie spare ich mir. Es ist mal ganz schön, nochmal einen Abschluss zu finden und nochmal das ein oder andere Feedback zu kriegen. Und was? War noch eine Meldung? Nee. Gut, alles klar. Auf in die nächsten Sessions dann. Der Johannes bittet um ein...